So, hallo zurück bei Minecraft Beyond auf dem FTP-Launcher. Wir haben letztes Mal hier uns überlegt, Silk Touch brauchen wir auf irgendwas, wahrscheinlich auf die Schaufel. Auf den Hammer könnten wir auch machen. Aber da haben wir keinen Modifier frei. Auf der Schaufel habe ich einen Modifier frei. Also werden wir es auf die Schaufel machen. Dafür brauchen wir 4 Silky Cloth. Irgendwie hat es nicht funktioniert. So, jetzt haben wir 4 Stück. Und ein Emerald. Jetzt bin ich gerade im Überlegen. Doch, den haben wir hier. Oh, kein Platz. So. So und so. Und dann haben wir Silky Javel. Und den haben wir hier auf den Schaufel. Und dann haben wir Silk Touch drauf. Ja, Silk Touch ist ganz nice. Moment, die könnten wir gleich mal noch reparieren. So. Sauber, ja. Dann können wir hier nämlich weitermachen. Hatten wir ja letztes Mal angefangen. Und dann wird unser Weg bald schön sein. Überlegen, wo ich jetzt müssen wir wieder dahinter gehen. So, wir holen jetzt kurz ein bisschen Gras. Schaufel ist ja repariert. Enderlily sieht. Wo kommt die denn her? Gibt es die einfach so in der Erde? So, das sollte auch schon mal reichen. Zu viel brauchen wir ja gar nicht. Das verbreitet sicher, das Gras. Aber wir brauchen einen gewissen Anteil an Gras, damit sich das fortpflanzt. Nennen wir es mal so. Je mehr wir haben, je schneller wird es natürlich auch grün hier. Beleuchtung ist auch so ein Thema. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das machen möchte. Ob ich Lampen aufstelle oder ob ich das irgendwie anders mache. Was wir jetzt auf jeden Fall noch machen müssen, ist uns eine Schaufel, weil... Ach ja, genau. Hier wollte ich auch noch ein Gras reinpflanzen. Jetzt habe ich gerade gedacht, was ist denn das für ein Ton? Mal im Real Life. Wo ist das Casting hin? Hallo? Ah. Irgendwie ist es manchmal ein bisschen komisch, dass das einfach so reingezogen wird.
Wir nehmen. So viel Eisen haben wir gar nicht mehr. Kupfer. Ein Toolrod. Ich mir nämlich gerade mal noch eine Schaufel machen. Eine normale. Eisen weg. Ja, hier möchte ich eigentlich gar nicht so viel Zeug reinladen. So, jetzt haben wir drei Plätze frei. Das müsste eigentlich reichen. So, das weg. Habe ich mir jetzt das Schlechteste rausgesucht? Nehmen wir doch Bronze. Was soll das denn? Ne, Schaufel. Schaufelkopf. Und ein Binding brauchen wir. So. Binding auch aus Bronze. Alles wieder da rein. Schaufel, das da und das da. So, Schaufel haben wir. Wenn man so ein bisschen begriffen hat, wie dieses ganze Tinkers Ding funktioniert, dann ist es gar nicht mehr so schwer. Tja, wir machen jetzt hier nämlich noch eine Lage runter. Dann wird man da auf jeden Fall, wie heißt es denn? Sandstone reinsetzen. Damit es einfach eine schöne Fläche gibt. Ja, und jetzt haben wir das nächste Problem. Aber das ist ja Sandstone. Ich glaube, wir müssen uns auch irgendwann noch eine normale Spitzhacke machen. Der Hammer ist zwar übelst geil, aber je nachdem eben zu viel des Guten. Damit kannst du halt keine einzelnen Blöcke weghauen, das ist doof. Oh, ich hatte, warte mal. Habe ich jetzt den Sound schon wieder so hochgestellt? So. Weil letztes Mal war das schon ein Problem, dass es mal wieder zu laut war. So, das könnten wir jetzt auch noch machen. Ich wollte mir nämlich eine Diamantschüssel bauen. Ich habe doch hier noch einen Diamanten. Haben wir auch noch Sticks? Ja, haben wir. Ich hau mal die Fackeln hier rein. Die nerven mich nämlich. So, das und das gibt eine Chisel. Das ist gut, dann müssen wir nämlich nicht die ganzen Dinger hier immer neu wegmachen. Ja, eigentlich mache ich gerade völligen Blödsinn. Dann können wir nämlich die Chisel richtig nutzen. So, und dann wählen wir einfach aus, was wir da haben wollen. Vielleicht den hier. Ach so, Moment. Dann lassen wir den da drin und wenn wir dann rechts links klicken. Oh, der hat aber eine. Was ist denn da los? Struktur kaputt? Nee, das ist ja hässlich. Gibt's Roadlight? Road. Glowstone Road. Okay. Diese gäbe es, aber die
gefällt mir eigentlich auch nicht. Deshalb, ich mag das hier. Der verbindet sich nämlich. Und das gefällt mir. Was ist denn, wenn der untere... Warte mal. Wie sieht denn das aus? Okay, das hat keinen Einfluss. Gut, dann ist es auch egal. Dann soll es mir wurscht sein. So wird es auf jeden Fall was. Jetzt gehen wir gerade mal noch ein paar Steinchen holen. So, und wenn die anderen hier auch ein bisschen rumrennen, wird es nämlich ganz schnell was, dass wir hier... So, hier haben wir nämlich ja genug Stein rausgeholt. Dass das kein Problem ist. Es wird nämlich hier schon ein ziemlich großes Projekt. Zumindest bei mir. Ich habe mir da eigentlich eine kleine Wüste ausgesucht, aber ich möchte es hier ziemlich voll bauen. So wie damals in Minecraft City. Da haben wir ja auch überall irgendwas gebaut. Und das ist dann irgendwann richtig nice. Seht ihr, das ist nämlich sehr einfach. Dann einfach mit der Chisel drüber laufen. Und dann ist es fertig. Ja. Ist ein bisschen doof, wenn ich mich da immer verklicke, weil ich habe keinen Sandstein mehr. Ist es dein Ernst? Ich habe doch Sandstein mitgenommen. Ich möchte eigentlich nicht den Sand aufwenden, weil ich habe nicht so viel Sand. Hier kommt dann einfach noch Wasser oben drauf. So als Wasserlauf. Ringsrum um den Weg. Aha. Hier liegt also noch Zeug rum. Wir haben so viel Zeug dabei. Das brauchen wir gar nicht alles. Also Spinnenauge schmeißen wir jetzt mal weg. Und das hier eigentlich auch. Oder? Wenn da kein Stein mehr ist, dann ist es egal. So. So, da passt schon. So viel Sandstein hat man gar nicht mehr gebraucht. Fertig. Dann
brauche ich mal kurz zwei Eimer. Einen haben wir hier. Ja, hätten wir hier. Moment, den möchte ich ja haben. So und so. Ich könnte das natürlich auch aus Lava machen. Dann hätte ich gleich eine Wegbeleuchtung. So. Gut. Wir werden jetzt hier noch kurz das Wasser platzieren. Und dann sind wir auch schon mit der heutigen Folge am Ende. Es dauert noch ein bisschen, bis ich fertig bin. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Ich weiß gar nicht, guckt ihr auch bei den anderen mal vorbei? Dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Würde mich schon mal interessieren, ob ihr jetzt nur bei mir schaut oder auch bei meinen Mitspielern sozusagen. Eigentlich wollte ich hier auch noch Bäume anpflanzen. Deshalb muss ich mal überlegen, ob ich vielleicht generell außen dann noch ein bisschen größer mache. Oh nee, das wollte ich nicht. Das heißt, außen vielleicht drei Erde, damit ich in der Mitte noch Bäume platzieren kann. Allerdings weiß ich noch nicht, welche Bäume. Wenn ihr da Vorschläge habt, dann schreibt die einfach mal rein. So, gleich haben wir es geschafft.
So. That's it. That's it. Das ist unsere Version der Wege hier erstmal. In die Mitte kommt natürlich auch noch irgendwas. Beleuchtung, wie gesagt, weiß ich noch nicht. Ich hoffe, dass es jetzt hier ziemlich schnell grün wird und zuwächst. Und dann sieht es schon, wenn man hier steht, recht cool aus. Vor allem habe ich ja gesehen, als wir drüben bei diesem Dorf waren, konnte man auch hier rüber zum Tempel schauen. Also das hat man auch gesehen. So, wie gesagt, ich bedanke mich bei euch jetzt zum letzten Mal fürs Zuschauen in dieser Folge. Und wir hören uns in der nächsten wieder. Bis dahin. Ciao.